Chicane, wir haben ein Problem. Unser Kontakt wurde von der Polizei einkassiert. Ich kenne die Bullen in Gollum, Jensen. Mit ihrem Interpol... Halten ihn an einem Ort namens Die Enge fest. Ich melde mich, sobald ich ihn finde. Thank you.
dass es hier war? Bruder, Vorsicht! Die Bullen sind heute überall! Hab's gemerkt. Sind Sie Tibor? Ja, Sie kommen spät, Interpol. Ich weiß. Ihre Schwägerin hat mir erzählt, was passiert ist. Adela, ist sie okay? Sieht aus, als könnte sie selbst auf sich aufpassen. Ja, das kann sie. Wissen Sie, ich kann Ihnen nicht helfen. Zu gefährlich. Wir hatten einen Deal, Sokol. Sie müssen Ihren Teil erfüllen. Für wen halten Sie sich? Was haben Sie vor? Wollen Sie mich einsperren? Nein, aber ich hole Sie raus. Dauert auch nicht lang. Nein, nein, bitte nicht. Das macht es nur schlimmer. Sie wissen, wer ich bin. Sie sind hinter meiner Familie her. Interpol hat versprochen, Sie und Ihre Familie raus und in Sicherheit zu bringen. Sicherheit? Hier gibt's nur Tyrannen, die Jagd auf Schwache und Unschuldige machen. Okay, Tibor. Ich verstehe, warum Sie nicht mit mir kommen können. Aber ich muss zu Rucker, sonst geht es auch anderen so wie Ihnen und Ihrer Familie. Ich kläre die Sache mit Interpol, also können Sie mir irgendwie helfen? Es gibt einen Schmuggler, Louis Gallois. Er importiert Neuropozin und Whisky für Talos. Er kann sie reinbringen, aber Sie müssten ihm einen Gefallen tun. Er steht auf Idee. Meine Ark-Zugangskarte hat mir ein Bulle abgenommen. Ich wette, er hat sie immer noch. Danke, das sehe ich mir an. Bitte, ich weiß, Sie schulden mir nichts. Aber wenn Sie meinen Bruder Dujan sehen, helfen Sie ihm. Wenn ihm was passiert, bringt Adela mich um. Das bezweifle ich nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Chicane, sagen Sie, Miller Sokol ist aus dem Deal ausgestiegen. Warum überrascht mich das nicht? Es geht ihm nur um seine Familie. Außerdem war es nicht völlig umsonst. Er hat mir Tipps gegeben, wie ich alleine bei der Ark reinkomme. Seien Sie vorsichtig, Jensen. Man kann dem Arschloch nicht trauen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drin sind.
eine Frage der Zeit, bis sie zerbrechen. Sie sollten lieber reden. Warum überrascht mich das nicht? Es geht ihm nur um seine Familie. Außerdem war es nicht völlig umsonst. Er hat mir Tipps gegeben, wie ich alleine bei der Ark reinkomme. Seien Sie vorsichtig, Jensen. Man kann dem Arschloch nicht trauen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drin sind. Das habe ich schon vor dem Zwischenfall gesagt.
Unfassbar. Zünden in unserer Stadt Bomben und fordern Rechte. Rucker redet über optimierten Rechte, als wären sie eine andere Spezies. Werden ihre Kinder augmentiert geboren? Nein, zur Hölle mit ihren Rechten. Wir sollten sie einfach alle loswerden. Das ist unmöglich. TB wurde ausgerottet. Nein, wir haben nur ein Heilmittel dagegen. Aber wann wurden denn zum letzten Mal Medikamente in diese Fälle gelegt? Es ist ganz einfach. Vertrauen mir. Diese Kinder und Schwestern. Ich weiß, wo die Polizei konfisziertes Neuropotenzin versteckt hat. Neuropotenzin. Ja, also, Tibor mit ziemlicher Sicherheit. Ich habe ihm eine... Sie reden immer nur von Rabir. Gelobte Land. Das war es. Anfangs auch. Ich habe gestern den Fehler gemacht. Wissen Sie, wie oft ich schon ausgeraubt wurde? Ihr wisst es. Aber damit ist Schluss. Es gibt hier jemanden, der... Welch angenehme Überraschung. Ich hatte bei dem Aufruhr draußen heute gar nicht mit Kunden gerechnet. Sind Sie Louis Gallois? Höchstpersönlich. Hat man mich empfohlen? Ich liebe zufriedene Kunden. Wer ist denn mein Wohltäter? Tibor Sokol. Ah, der arme Tibor. Adela dreht bestimmt durch heute. Könnte mir auch passieren. Was kann ich für Sie tun? Tibor hat mir erzählt, Sie könnten mir helfen, unentdeckt in das Gebiet der Ark einzudringen. So, hat er das? Was hat er genau gesagt? Dass Sie insgeheim Vorräte für Talos Rucker nach Gollum bringen. Himmel, Tibor hat eine ziemlich lose Zunge, finden Sie nicht? Er hat auch gesagt, Sie würden dafür einen Gefallen einfordern. Braver Junge, denkt immer an andere. Nun, die aktuellen Umstände erfordern in der Tat jemanden Ihres Kalibers. Die Polizei hat einige meiner Sachen konfisziert. Einige Kisten Neuropozin sowie mehrere kleinere Objekte. Sie liegen sicher in einem Lagerraum am Markteingang. Damit Sie mir Zugang gewähren, muss ich also nur Ihre Ware von den Cops zurückholen, die Optis hassen. Sie würden dadurch überzeugend demonstrieren, dass Sie nicht selbst ein Mitglied der Polizei sind. Wenn das dazu nötig ist, okay. Ausgezeichnet. Ich erwarte gespannt Ihre Rückkehr. Hätten Sie vorher vielleicht noch Interesse an meinen Waren? Ich gehe dann mal wieder. So schnell? Oh, wie schade. Besuchen Sie mich bald wieder.
вісмето тали в біпалі. Ja, Mann. Ich weiß. Ich habe auch Angst. Ist es richtig, ein Kind in diese Welt zu setzen? Was für Eltern sind das? Ich behalte sie im Auge. Auch ein polierter Techno ist nur ein Techno. Verschwinden sie. Sie glauben, weil ein reicher Schnösel ihren Arsch poliert hat, muss ich sie anders behandeln? Hauen Sie ab. Sie glauben, weil ein reicher Schnösel ihren Arsch poliert hat, muss ich sie anders behandeln. Hauen Sie ab. Wir haben alles unter Kontrolle. Kein Problem. Sie sehen gut aus. Gehen Sie weiter.
Schritt nach dem anderen. Das ist entscheidend. Will der Mobot nicht? Machen Sie keinen Ärger. Ach, noch weiter, du Spottel. Diese Deppler sollten uns einen Gefallen tun und sich selbst umbringen. Hi, juhu. Ich blende hier alles durcheinander. Ich kann ja gar nichts mehr lesen. Alles klar. Die Technos haben Angst. Wir müssen vorsichtig sein. Ich hätte sie eingepriegelt, halt, ja. Technos haben Angst. Wir müssen vorsichtig sein.
Hi, komm. Wir haben alles unter Kontrolle. Kein Problem. Wir haben die Situation bereinigt. Ja, wie leicht ist jetzt, wenn wir reinkommen, ja? Thank you.
sicher gehen, dass wir nicht... Mal versuchen. Danke. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Wir haben hier wieder alles unter Kontrolle.
wieder was gesehen. Lasst niemanden an euch vorbei. Wenn Ihnen nicht passt, wie wir Sie behandeln, geben Sie Ihre Augmentierungen auf und werden Sie wieder ein Mitglied der zivilisierten Gesellschaft. Frei. Willkommen zurück. Haben Sie die besprochenen Objekte dabei? Bitte sehr. Wunderbar. Als Gegenleistung öffne ich die Sicherheitstür im hinteren Bereich dieses Raums. Dahinter finden Sie eine Leiter, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen. Ein paar Credits extra zu verdienen. Herrgott, nochmal, halt einfach die Klappe. Hallo? Jensen, es ist einsam hier oben. Haben Sie ein Update für mich? Ja. Gefallen sind in Golem City sowas wie eine Währung. Wir sind wieder im Geschäft. Ich bin jetzt unterwegs in einen Bereich, der die Kehle heißt. So komme ich direkt ins Arkgebiet. Verstanden. Ich informiere Miller, mache einen Überflug und checke die Gegend. Verstanden. Ja. Victor, wir haben eine. Auf dem Marktplatz. Ich hab sie, Brüder. Gut. Mal sehen, was wir hier haben. Die kleinen Kerle sind raffiniert. Hin und wieder geht einer hoch. Auch wenn du. Es war vielleicht doch der blaue Draht. Wenn das Leben so einfach wäre, haben Sie sich verlaufen. Sind Sie vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Sind Sie das Empfangskomitee? Nein, ich bin Marchenko. Und Marchenko ist eher ein Wächter. Wie der Hund am Tor zur Hölle. Ja, genau. Ich hab's nicht so mit den Klassikern. Wie schade. Die Lektüre eines Mannes sagt mehr über ihn aus als sein Gesicht. Darf ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben? Sicher? Gehen Sie nach Hause. Jemand wie Sie hat hier nichts verloren. Was macht Sie da so sicher? Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne diesen Ort. Wir nennen ihn die Kehle. Und die wird manchmal durchschnitten bei Fremden, die dort nicht hingehören. Ich gehe das Risiko ein. Ich will nur sehen, wo die Ark sich versteckt. Wir verstecken uns überhaupt nicht. Sagen Sie das den Cops da unten. Vergessen Sie die Polizei und ihr Geschwätz über die Ark. Diese Chlupati sind überall. Schlagen Schädel ein, richten Chaos an. Und wir müssen damit fertig werden. Passen Sie auf, sonst sind Sie auch fällig. Leine oder nicht. Was die Polizei macht, ist falsch. Jemand muss gegen sie aufbegehren. Sie etwa? Es erfordert viel Mut, sich aufzulehnen. Und hat man einmal angefangen, gibt es kein Zurück mehr. Nicht jeder hat diesen Mut und zieht in den Kampf. Es hört sich an, als wären sie im Krieg. So ist es auch. Ein Krieg gegen jeden augmentierten Menschen. Sie werden schon sehen. Schon bald wird der Moment kommen,
an dem wir uns alle für eine Seite entscheiden müssen. Wer das nicht tut, steht im Weg und könnte deshalb getötet werden. Ich dachte, die Ark tritt für die Menschenrechte ein und nicht für bewaffnete Aufstände. Hier und jetzt, Bruder, ist das dasselbe. Wovon Sie da reden, das ist Terrorismus. Ach ja? Ich dachte, wir wären nur zwei Männer, die ein Gespräch über tagesaktuelle Themen führen. Wie Ihr Freund Rucker? Ich kenne ihn aus dem Netz. Sieht er das genauso wie Sie? Ah, ja. Rucker. Ein guter Mann. Stark, intelligent, mit Prinzipien. Sie könnten viel von ihm lernen. Das glaube ich nicht. Immer wenn mir jemand sagt, er weiß, wie alles läuft, steht er am Ende mit leeren Händen da. Wer an nichts glaubt, fällt auf alles rein. Die Ark hat eine Aufgabe, größer als sie, ich oder sogar Rucker. Wenn sie das nicht sehen... Reden Sie sich das ruhig ein. Egal. Ich mag zwar politische Diskussionen, aber sie strapazieren meine Geduld und ich habe zu arbeiten. Ich habe Sie gewarnt. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Falls das Ihre Rekrutierungsansprache war, ganz schlecht. Ich sehe das so. Nach dem Bombenanschlag hat das Blatt sich gewendet. Die Ark ist jetzt Staatsfeind Nummer 1. Ja, könnte man so sehen. Im Moment. Bis dahin... Sergej! Seien Sie vorsichtig da drin, ja? Gerüchte von einer Flachzange mit Kratzern im Lack verschrecken die Touristen. Ja. Wir sehen uns wieder. Chicane, stellen Sie mich zu Miller durch. Nachricht weitergeben. Durchstellen. Bin ich jetzt Ihr verdammter Sekretär? Jensen, ich dachte, Sie wären wieder im Geschäft. Ja, aber Sie müssen für mich über Eilink einen Namen checken. Viktor Matschenko. Ich habe da so ein Gefühl. Okay. Aber vergessen Sie Rucker nicht. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, ergibt sich der Rest von selbst. Thank you.
Rucker und möchte mit Ihnen wieder einmal über die aktuellen Ereignisse im Kampf um die Rechte der Augmentierten sprechen. Trotzdem bitte ich Sie, sich davon nicht entmutigen zu lassen. Auf tiefste Finsternis folgt immer das strahlende Licht der Dämmerung. Bleiben wir stark und verzweifeln wir nicht gemeinsam. Es ist verständlich, dass die Emotionen hochkochen. Aber das ist keine Entschuldigung. Handlung unschuldiger. Wir verlangen, dass die Mitglieder der Stadt und ihre Zivilisten
Oh Mensch, Alter. Jensen, hier Vaclav. Ota hat mir ein Paket geschickt. Es ist mein Kalibrator. Er hat ihn in Stücke geschlagen, Mann. Das tut mir leid, Koller. Das ist ein komplexes medizinisches Gerät. Ich meine, vielleicht gibt es noch einen in Prag, aber ich komme sicher nicht ran. Ich sehe mich danach um, wenn ich zurück bin. Halten Sie sich bis dahin bedeckt. Ja, der sieht so aus. Unser kleiner Mobot scheint bei mir nicht arbeiten zu wollen. Chicane, ich bin jetzt im Arkgebiet. Sehen Sie irgendwas? Der erste Bereich ist ein großes Lager. Anscheinend hat es die Ark zum Wohngebiet umfunktioniert. Oder zu einer Kaserne. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, Chicane. Was von beidem? Naja, alle vor Ihnen sind bewaffnet. Entscheiden Sie selbst. Okay. Sokol, ganz ruhig. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Sie haben versucht, mich einzuschüchtern, damit ich sie herbringe. Ich habe mich geweigert. Wer? Interpol. Sie kommen hierher. Die Polizei weiß, was passiert, wenn sie herkommt. Nicht die Polizei. Interpol. Ich glaube, sie wollen Telos verhaften. Ganz ruhig, Sokol. Wenn Interpol dieselbe Lektion lernen muss wie die Polizei, werden wir sie ihr mit Freuden beibringen. Wir tun alles, um Talos zu beschützen. Geh jetzt. Halt die Augen offen. Mit Interpol werden wir schon irgendwie fertig.
bei dir. Wir können auch gut hüpfen. Hier. So cool. Osche, sieh, ich... Wir hatten Vertrauen zu ihnen, keine bösen Absichten und haben sie um Hilfe gebeten. Als sie ausgestiegen sind, habe ich sie gedeckt und das ist jetzt der Dank? Warum? Sie haben recht, aber ich hatte keine Wahl. Können Sie meine Familie beschützen? Können Sie die Sicherheit meiner Familie garantieren? Nein, natürlich nicht. Ich tue, was ich für richtig halte. Und wenn ich dabei draufgehe, können Sie das Gleiche auch von sich behaupten? Ich will rausfinden, wer hinter dem Bombenattentat steckt. Wenn ich Erfolg habe, kann ich vielleicht ihre Familie und andere schützen. Aber sie haben noch mehr Familien in Gefahr gebracht. Das stimmt. Ich weiß. Gehen Sie und tun Sie, was Sie tun wollten, bevor ich es mir anders überlege. Fein gehen! Hierher kommen? Nein, nicht nach ihren Erfahrungen beim letzten Mal. Aber die sind ausgebildet und wir nicht. Bleib ruhig. Wenn was passiert, sind wir bereit. Ich höre schlimme Geschichten aus mir.
Jemand hat mal wieder alle Duschen laufen lassen. Wir sind Talos erste Verteidigungslinie. Küche und Fitnessraum sind sicher. Ich bin nicht so arg, weil ich für den Wald bin. Wir finden bald was, hoffe ich. Was? Such weiter! Von dem Mord berichtet Pike es bestimmt nicht. Unsere Leben zählen einfach nicht. Darum kümmert sich die Zentrale. Komm, wir suchen weiter. Mach mal eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Hier drüben?
Jensen, wie läuft's da unten? Ich arbeite mich immer noch durch das Wohngebiet. Suchen Sie ein Zuhause für sich und Ihr Weibchen? Ich sehe es vor mir. Sie lassen sich nieder, kriegen einen Vollbart und ziehen ein paar Toaster groß. Sie sollten mit der Nummer auf Tour gehen, Shikae. Wie bitte? Der Empfang lässt nach. In einem anderen Raum. Ich habe überall im WQ gesucht. Sind wir fertig? Wir können uns entspannen.
Genau. Die größte Gurke bin ich. Okay.
Depot besucht, aber nichts gefunden. Das ist doch wahr. Solange ich das nicht mehr kann, ist alles in Ordnung. Chicane, sind Sie in der Nähe? Zum Glück nicht. Wie ist die Lage? Das Wohngebiet liegt hinter mir. Ich bin jetzt in einer Art Operationssektor. Ich glaube, Rucker ist über mir, ganz oben, wo er sich verteidigen kann. Dann suchen Sie einen Aufzug. Ich gebe Exfiltrationskoordinaten durch, sobald ich welche habe. Chicane out. Thank you.
der Redaktion? Wenn du hier bist, finde ich dich. Ich habe überall nachgesehen. Hier ist nichts. Ich habe seit ein paar Minuten nichts mehr gesehen. Ich wünschte, wir hätten bessere Befehle als geht auf Patrouille. Komm schon! Was ist, wenn wir das mit der Musik machen? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Aber hast du nie das Gefühl, dass hier jemand anderes die Fäden zieht? Du brauchst Schlaf, Mann. Du wirst paranoid. Die ganze gute PR, alles futsch. Wir sollten da rausgehen und sie aus der Stadt jagen. Ja!
Thank you.
What? What? Vorsichtig sein, over. Ja, immer noch nichts. Ich will keine Hilfe, ich brauche Hilfe. Keine Ahnung, was hier los ist. Over. Ja,
Sag mir nicht, ich soll vorsichtig sein. Over. Immer noch nichts. Nein, ich will keine Hilfe. Ich brauche Hilfe. Keine Ahnung, was hier los ist. Over. Hast du irgendwas? Was? Nein, er ist weg. Zum Glück.
Irgendwas oder irgendwer war hier.
Platz, oder? Los! Ich gehe nachsehen. Over.